Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Let's Play The Entertainment Brothers Starbound. Dieses ganz, ganz tolle Spiel. Ihr merkt schon, ich rede viel ruhiger und viel erhabener und leiser und angenehmer und weicher. So richtig kuschelweich mit einer Kuscheldecke, Deckenstimme, weil das hier voll das schöne Spiel ist. Killer, sag mal auch was dazu. Wie findest du es bis jetzt hier im Raumschiff? Ich werde auch ganz gedämpft sprechen, denn wir wollen ja, dass ihr einschlaft. Wenn ihr es schaut, genau. Dann guckt ihr auch länger, dann ist nämlich unser Zuschauerding steigt dann, wenn ihr es genau. Also schlafen bis zum Ende anhabt. Weil wenn ihr schläft, könnt ihr natürlich nicht skippen und das ist das Gute für die Zuschauerbindung. Das ist sogar unser Einfall, wie man die Zuschauerbindung erhöhen kann. Genau, so, ich mach mal hier kurz die Kiste auf, weil du hast den Kram schon rausgeholt aus deinem Schiff. Also kurz zur Erklärung, jeder von uns hat hier sein eigenes Raumschiff, man kann sich hier hin und her beamen und ich bin hier gerade in meinem. In jedem Schiff ist hier so eine Truhe drin. Da ist Zeug. Das werden wir jetzt mal kurz alles mitnehmen. Guck mal, ist kaputt. Hey. Can't do it kaputt, yeah. Quest complete. Well done. The matter. Money poop. People accept reward. Und wir kriegen ein... Was sind das? Ist das ein Tisch oder was wir da geschenkt bekommen? Wir müssen eine Crafting Table machen. Okay, kann man hier noch irgendwas machen? Da ist dieser 3D-Printer. Da wissen wir selbst noch nicht genau, was das hier alles zu bedeuten hat. Und 3D-Printer. Ist das ein 3D-Drucker oder was? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall wissen wir, dass unsere Aufgabe folgende ist. Wir müssen Treibstoff sammeln unten auf dem Planeten. Ich bin jetzt natürlich bei Wallen auf dem Raumschiff, denn meins ist kacke. Weil ich nämlich ein kleiner Mensch bin. Wallen ist ein Affenmensch. Und ja, Menschenaffe. Deswegen sind wir bei Wallen und gehen jetzt auf seinem Planet. Genau, also hier sehen wir, was Killer schon vorhin erwähnt hat, die Spritanzeige ist ganz unten und das Schiff fliegt aber komischerweise, ne? Auch ohne Sprit, das ist seltsam. Egal, ja. Gehen wir mal auf den Planeten, hier ist dieser schöne Button zum Beamen. Los geht's, wo sind wir hier? Alpha Muara 1A. Geil, hey. Sieht das aus hier. Wir müssen noch mehr flüstern. Ja. hier sind irgendwelche Gebäude. Schau mal hier, das ist ja richtig ein Rosenbaum. Schnee. Oh my god, there are tires. Da sind Radkappen. Da drüben sind Tiere. Ich werde jetzt mal hier diesen Bäumen pflücken, weil wir haben jetzt natürlich noch keine. Wir müssen jetzt erstmal Rohstoffe sammeln, um uns bestimmte Werkzeuge bauen zu können, wie zum Beispiel eine Steinaxt und was zum Holzhacken. Oh, das Viech kommt gleich her. Dann hoffentlich fällt das Bäumchen auf seinen Schädel. Ich glaube, diese Steine hacke ich ja auch ab. Sollen wir die nehmen? Die könnten wir schön nehmen, um Häusle zu bauen. Können dieses, wir machen, dieses Startdingens. Aber irgendwann mal, wenn wir eine Axt haben, damit wir das ein bisschen schneller abhauen, weil das, glaube ich, dauert sehr, sehr lange, bis wir das abgebaut haben. Komm, wir machen den jetzt mal fertig. Okay. Moment, warte mal, vielleicht greifen die nicht an. Ja, oder lass am besten stehen. Ihr müsst wissen, wir haben uns schon ein bisschen eingespielt. Und wir wissen... Oh Gott. You're gonna kill him. Come on. Ah, ah, das hat ja wunderbar funktioniert, ohne dass wir... erleiden, aber die da vorne, die gelben, machen anscheinend keinen Schaden. Führe deinen Satz weiter fort, Killer. Wir haben schon ein bisschen natürlich uns eingespielt, dass wir nicht total unvorbereitet dastehen. Und wir haben gemerkt, überleben, was das Essen angeht, ist sehr, sehr, das ist das eine mit das härteste Problem, zumindest am Anfang. Und von daher werden wir uns so schnell wie möglich einen Bogen machen. Oh nein, ich wurde gesehen. Sorry, dass ich dir schon wieder ins Wort falle, aber da vorne ist so eine Wache. Aber vor allem, was hat der... Oh, you spell upon Kluex, now you will die. Oh. Okay, dann, genau. Er kann ruhig alleine sterben, wir müssen nicht dabei sein. Nee, das sehe ich genauso. Also das muss wirklich nicht sein. Ich werde ein paar Wooden Planks machen und versuchen, einen Pfeil und Bogen umher zu craften. Oh, wir brauchen dafür diese Pflanzenstücke oder sowas. Oh, schau mal hier ein Höhlchen. Schau mal hier, ein Ölchen. Guck mal da. Sollen wir mal in diese ölige Höhle gehen? Aber hoffentlich ist das nicht dieses Giftwasser. There's water. Oh, lass uns mal ein bisschen baden gehen. Oh ja. It's so wet. Ein schönes Eisbad. Ah. 0 Grad. Geil. Man kann hier auch erfrieren und ich hoffe, da ist ein Fisch. Look at this fucking fish. I'm gonna kill it. Oh, voll auf den Kopf schlagen. Das arme Fischchen. Oh, das sieht so unbeweglich aus, aber... Ah, fuck! Okay. Okay, wir haben es unter Kontrolle, Johnny. Ja, komm, wir gehen mal runter. There is more wood. Oh. Ein weiterer Fisch. Guck da unten!
Ein riesiges irgendwas unter uns. Oh mein Gott, Forschungslabor. Alter, wie geil! Wieso Affen? Komm, lass uns aber erstmal versuchen, Werkzeuge zu machen, weil sonst dauert es ewig, bis wir uns da durchgebuddelt haben. Also Holz haben wir bereits schon ein bisschen was. Jetzt wäre Stein natürlich nicht schlecht. Ist das dieses, das ist ja Dirt, nehme ich mal an, von diesem Eisplaneten. Hier steht, das ist Slush. So Eismatsche. Slush? Das ist ja kein Dirt. Hast du gehört, was da gerade geschrien hat? Schon wieder so ein Pferd. Alter, ich mach's kaputt. Pferde. Ja, dann sollten wir doch unterirdisch irgendwie gucken, oder? Ja, genau. Holz, hier oben war ja kein Baum mehr, ne? Das waren die einzigen Rosenbäume, die wir gefunden hatten. Stimmt, ja, ne, okay. Weil dann können wir echt, da drüben ist jetzt gleich dieser komische Wächterdödel. Den müssen wir jetzt ja nicht unbedingt noch auffordern, uns den Pöter zu verhauen. Bist du weiter runtergegangen oder nach rechts? Ne, ich will hier erstmal den Wasserpegel ein bisschen runterbringen. Ah, perfekt, ich komm zu dir. Damit ich an das Stein drankomme. Ich hoffe, das ist Stein da links. Halt irgendwie vereistes Stone oder so. Wir müssen aufpassen, dass wir die Körpertemperatur beibehalten, weil man hat hier so eine Anzeige und man kann erfrieren in diesem Spiel. Eins der wenigen Spieler, bei denen man erfrieren kann. Nee, keine Ahnung, ob es noch Games gibt, bei denen man erfrieren kann, aber Spezialist für Games, bei denen man erfrieren kann, ist Killer. Ja, sag uns mal was dazu. Also es gibt wirklich sehr kalte Spiele, die heutzutage hergestellt werden. Wie zum Beispiel, ich glaube in Skyrim ist es sehr, sehr kalt. Mhm, das glaube ich auch. Und da kann man schon leicht mal irgendwie an, also erfrieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier Stein ist, den ich hier gerade abbaue, während dem Springen. Wir haben eine Blueprint, konnte ich gerade aktivieren. Das sind doch diese Blaupausen für Sachen, die man möglicherweise bauen kann. Ich glaube, die kann man da drucken am Drucker. Oh, das hier unten dauert. Und mir, ey, da sind Diamanten und alles Mögliche da unten. Ach du Scheiße, ey. Ja, das gibt's doch gar nicht, dass wir direkt am Anfang so ein fettes Glück haben. Ich flippe aus. I'm gonna flipping around in my house. I'm flipping. I'm so flipping. So excited. I'm so excited. Diddle-diddle. I know. Oh, guck mal, das Wasser fließt ab. I know. I fuck you. Wo ist das Wasser jetzt hingeflossen? Hast du gesehen? Oh, jetzt komme ich aber nicht mehr hoch. Du kannst nach unten bauen. Also du meinst, du kannst beim Springen was in die Luft bauen und kannst dich dann so hochstacken. Ah, stimmt. Aber es ist nicht schlecht, wenn wir hier eine Treppe hätten, oder? Weil hier gehen wir doch bestimmt rein und raus. Weil das hier unten ist ja so eine richtige Versuchsanstalt da. Guck mal, da sind Diamanten. Okay, warte mal, dann versuche ich jetzt einen kräftigen Kräftel zu bauen. Ich überlege gerade, welches die Taste war. AC, okay. Hier also ist hier Stahl. Wir haben hier ein paar Sachen. Auch ohne Crafting Table kann man hier minimal Sachen craften. Zum Beispiel Wooden Planks, das ist sehr wichtig. Da mache ich jetzt einfach mal so viele wie möglich. 33 Stück kann ich bis jetzt craften. Also, eine Treppe könnte ich machen. Was könnte ich noch machen? Crafting Table. Soll ich gleich craften, aber... Mach euch einen, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal... Ich buddel mir schon mal ein kleines Treppchen wieder nach oben, weil ich habe jetzt Schiss, dass ich da nicht mehr rauskomme dann gleich. Ich weiß nicht, ob uns so eine Treppe was bringt. Ich glaube, das ist nur zum seitlich hoch. Das sind nur Seitenstufen, weißt du? Also jetzt... Wir bräuchten dieses Seil. Oder eine Leiter. Oder Leiter, aber ich habe hier mit diesem Basic Crafting Dingens hier habe ich keine Möglichkeit. Hier, Climbing Rope, da brauche ich aber Eisen dafür. Iron Bar, ein Stück und viermal Plant Fibre. Da, diese Pflanzen, die da oben wachsen, die kannst du abhacken. Damit können wir auch ein excellent Survival Tool. Hast du was hergestellt? Ich habe alles in meiner Tasche, ja, Crafting Table und so weiter, aber... Sehr gut. Ach, es wäre nicht schlecht, wenn wir irgendwo Stein hätten. Stone, you know? Mass Stone. Gut, dann werde ich die. Ich mache jetzt dann doch Treppen. Die kann ich dann hier so seitlich hinsetzen. Dann mache ich jetzt Treppen. Wie viel? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt erstmal drei Stück, um zu gucken, wie das funktioniert. Dann werden wir diese Treppen jetzt mal nehmen. Wo habe ich die Scheißtreppen? Wo sind sie hin? Alter, krass. Was haben wir denn da unten gefunden? Das muss. Oh! Okay, die Sachen fallen jetzt komplett runter. Guck mal, ich mach's jetzt so, ich mach mein Inventar auf, hol mir irgendwas, womit ich mich hochstecken könnte. Hier diesen Slush. Melting Ice makes a thick Slush. Aber das ist so, ne, wie diese Slushies, die man auch da im Magus oder was weiß ich wo holen kann. Die nehme ich jetzt in die Hand und ich gehe mal rein, okay? Ja, okay. Ich kann mir hier einfach so ein Ding hinmachen, ne? Ja, ich kann die einfach da hinsetzen. Guck mal. Alter, krass, komm mal runter. Ach du Scheiße. Oh yeah, my name is Teddy Bear. Cool. Ich würde sagen, wir farmen hier mal alles fett ab, ey. Ohne Witz, sowas Geiles hier direkt am Anfang. Ich habe Pixels und Blue Flask habe ich bekommen, blaue Flaschen.
Diese geilen Edelsteine will ich mal auch hier gerne mal abbauen. Oder bringt das... Ah, ich glaube, das sind... Ja, das sind wie Geldkassetten. Ich habe hier mal so eine Lampe abgemacht, mach stattdessen eine Fackel hin. Sieht romantischer aus. So romantic. So thick. Diese Dinger hier bringen auf jeden Fall Kohle, Pixel. Oh, hier unten ist es rot. Vorsicht, hier ist wohl irgendwas... Irgendwas Warmes bestimmt. Irgendwas mit Lava. Wenn du STRG gedrückt hältst, kannst du dich umgucken. Ja, da unten ist ein Lavabecken. Okay, da sollten wir vielleicht nicht runterspringen. So, aber natürlich, Kohle ist nie verkehrt. Wobei ich mich frage, wo man diese Kohle ausgeben kann. Frage ich mich, ach, es soll doch irgendwelche Händler geben, haben wir doch gelesen. Guck mal, hier vielleicht unten. Vielleicht auch in diesem Dorf. Da, wo diese Wache steht. Was sind das für Roboter? Ja. Kann man die irgendwo hinsetzen, oder was? Das ist ein Server. Ach du Scheiße. Server. Alter, wir brauchen keinen Minecraft-Server, wir haben einfach den Starbound-Server genommen und fertig. Wäsch. Ich pupp den nie. Ich nehme hier diese coolen Treppen. Guck mal, ich bin hier drüben jetzt in so einem anderen Labor, hier ist ganz viel Zeug. Hier ist ein ganzes Regal voll mit cool chemical stuff. Shelf. Ich habe einen Planet-Monitor gerade gefarmt. Wie geil. Wir können direkt ein Gebäude aus Monitoren bauen. Guck mal, lass hier mal auch die beiden Türen abbauen, die ich aufgemacht habe. Die können wir dann nämlich direkt oben für uns benutzen. Genau. Wir machen ein eigenes Raumschiff, das funktionstüchtig ist. Ich sag das. Und verwenden hier diese geilen Türen. Das Regal? Weg damit. Nehmen wir alles mit. Voll die Räuber. Und jetzt springe ich in die Lava, wisch. Wir sind voll die Reiber, wisch. Hey, ich kann nicht sehen. Okay, danke. Bitte. Was haben wir da hin, ne? Da haben wir einen weiteren... Oh. Komm, lass den Monitor mal mitnehmen. Oh. Alter, wie geil, ich flippe aus. Direkt am Anfang so ein geiles Ding gefunden. Das ist doch sicherlich unterirdisch mit dem Gebäude verbunden. Das ist doch bestimmt der Keller, der Forschungskeller. Jetzt, weißt du, dieser Ritter kommt gleich runter. Was macht ihr da, ihr Dreckbunker? Ich hab euch ja vorhin schon weggeschickt. Ich hab eine Blutbank gerade eben aufgehoben. A Bloodbank. Und ein cooles... Ein kühlendes Cupboard. Weißt du, wir haben noch nicht mal eine Pickaxe oder so, aber wir haben Monitore. Genau, wir sind reich. Oh shit, meine hat Hunger. Dann sollten wir schnellstens was tun. Da haben wir doch ausbaldowert, wir müssen uns eigentlich nur Bögen machen, ne? Bögen und dann... Genau. Bogen geht da zum Glück extrem leicht zu craften, auch im Prinzip nur Holz. Und... Und dieses Ding, glaube ich. Das ist sehr angenehm. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube, diese Pflanzenteile. Fibre? Diese Kletterpflanze? Genau, diese. Echt abnormal. Wie. Hier geht's richtig tief runter. Hier geht's unten in den nächsten Raum, ne? Okay, das sollten wir auf jeden Fall mal alles erforschen. Bringt das was hier, dieses Ding? Kann man da mit E draufgehen? Nee. Aber vielleicht nachdem es in deinem Besitz ist und du es wieder hinstellst. Schauen wir mal kurz. Genau. Wenn ich also das Ding jetzt wieder hier hinstelle. Kann ich jetzt mit E was machen? Nee. Also mit den Servern habe ich da nichts gesehen. Ich renne jetzt hier auch einfach mal durch. Ich glaube, ich höre jetzt gleich auf, das Zeug abzubauen, das ganze Geld und der Fett, sondern renne einfach mal durch, um zu gucken, wie groß das ist. Kann man seinen Hunger eigentlich auch irgendwie noch anders nachschauen? Nee, oder? Ich bin so ein Trottel. Ich springe da mitten in das Stromding rein, ey. Warte mal, kann ich mich wieder zurückbeamen? Nee. Der Beam-Button. Ja klar, das geht ja nur mit Fenster. Mann. Ich dachte, da wäre so eine Klappe zu. Da ist doch diese gelb-schwarze Linie gewesen. Aber das Ding ist offen. Hast du dein Zeug noch? Kann ich dir gleich sagen. Jetzt weiß ich, warum es ein Affwell ist, weil der auch im Körper behaart ist komplett. He's so behaart. Super, und es ist gerade dunkel. Das ist natürlich sehr, 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 sehr angenehm. Ich habe übrigens alles noch im Inventar. Sehr schönes Spiel. Ich werde jetzt einfach... hoffentlich greifen die nicht an. Ich frag mich, was es jetzt... was es dann für einen Sinn hat, also wenn man stirbt. Ich meine, es ist ja irgendwie nicht schlimm eigentlich, wenn man stirbt. Oh, ich werde verfolgt. Scheiße. Oh. Ich weiß nicht, inwiefern es schlimm ist. Vielleicht, weiß ich nicht, gibt's Level? Nee. Ich glaube nicht. So, erstmal zugemacht. Jetzt kann mir schon mal nichts passieren. Kommst du hier wieder runter? Also bist du ich bin unterwegs. Ich komme. Ich glaube, ich komme jetzt gleich wieder hoch. Wie gesagt, wegen Hunger. Muss ich dann gleich im Mode ein bisschen Jage gehen. Bin so weit gegangen, man kommt hier jetzt ganz hoch. Oh, meiner wird auch langsam, kriegt auch ein bisschen kalt anscheinend.
Ja, hier unten kann ich mir schon gut vorstellen. Also am besten wäre es von wegen, wo zentralen Lagerfeuer hin platzieren, damit die Körperwärme. Hier ist der Ritter, ne? Hier oben. Echt? Ist das jetzt tatsächlich damit verbunden? Nein. Nein, geh weg. Scheiße, der kommt. Ich glaube, der kommt mir nach. Versuch eine Wand zu bauen oder sowas, dass er nicht weiter kann. Der kommt mir nach. Scheiße, ja, ich komm. Warte, ich renne einfach vorhin weg. Irgendwann wird er nicht mehr nachkommen. Ich glaube, so viel Geld hat es am Anfang kaum jemand direkt erbeuten können. Hier ist voll die Rampe. Pass auf, da hinten könnte gleich der Ritter kommen. Geh lieber mal ein Stück weg. Ich hab zugemacht. Okay. Der humongolonische Ritter. Aber er kommt nicht nahe, er hat wohl aufgegeben. Weißt du, da hinten ging es hoch und ich habe mich hochgebuddelt, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich wahrscheinlich schnell wieder runter muss. Das waren einfach so Ebenen, wo man praktisch nur hoch konnte, aber nicht mehr runter. Und da habe ich mir schon mal Löcher reingemacht für den Rückzug. Mhm. Das war tatsächlich gut. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Da habe ich schon so viel Geld da am Anfang. Wir haben ja das Game hier schon ein bisschen Probe gespielt gestern Abend. Und ja, da hätten wir uns nicht erträumen lassen. Also wir sind ja die ganze Zeit in irgendwelchen Höhlen unterwegs gewesen, wo eigentlich nichts los war. Aber hier. Doch, das. Direkt geiler Problem. Scheiß. Habe ich jetzt so langsam, könnte ich meine Axt gebrauchen. Hast du ein Crafting-Table schon hier oben hingestellt? Ah, hier ist noch... Ja, wir haben noch keinen Stein, ne? Um hier gescheit auszubauen, weißt du? Das ist scheiße. Ach, scheiße, mit dem Schwert kann man das viel schneller aufmachen, merke ich gerade. Die ganzen Geldkassetten. Naja, mit dem Schwert. Wir sind natürlich noch... wir haben zwar gestern ein paar Stunden gespielt, aber im Prinzip sind wir noch Anfänger. Hm. So. Delle. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein fetter Erfolg hier. Kannst du mir das Crafting Table irgendwo hinstellen, dann kann ich mir nämlich gleich den Ding machen. Den Horische. Boah, geil, hier ist ein Cupboard. Drag and Drop. Da ist eine Spritze drin. Irgendein Liquid, eine. Alter, nur eine Hose, Rüstung. 3 Pixels und Plasma, eine Plasmagranate. Wie geil. Kann ich hier das Ding öffnen? Nee, das ist zu. Ich sag, wie machst du das mit dem Schwert schneller auf? Diese Dinger? Nee, die Dinger nicht. Die musst du aufschlagen. Die Geldkassetten, also diese Eisendinger, wo die Pixels drin sind. Guck mal hier rein, ins mittlere Schränkchen. Da haben wir einiges an Material drin. A Stimpack full of red liquid. Okay, ich werde jetzt das Crafting Table. Moment. Der Ritter ist ja hinten. Scheiße. Wow. Können wir jetzt zumachen. Ich muss das noch kraften, glaube ich. Obwohl, ich habe es vorhin schon gecraftet. Wo ist das jetzt? Egal. Hier, Wooden Crafting Table. Craft. Jetzt. Quest complete. Well done, Pimmelwarte. Und ich habe sogar ein Fleischstück als Belohnung bekommen. Mach am besten auch ein Crafting Table, dann kriegst du auch ein Fleischstück. I'm gonna do that. Ich werde das Crafting Table nicht auf den Tisch stellen. Das sieht scheiße aus. Obwohl? Nee. Na komm, dann gehen wir hoch. Gehen wir hoch in unsere kleine Burg. Egal, ich kann's abbauen. Ich kann's ja wieder abbauen. Scheiß drauf, wir bleiben jetzt erstmal kurz hier. Dann mache ich nämlich schnell den Boden. Oh, Körpertemperatur. Warte mal, schnell ein Feuerchen. Können wir schon Feuer machen? Ich glaube schon, ja. Ja. Ich hab meins gecraftet. Ich geh mal hoch ins Haus und setz uns da alles hin. Also nicht ins Haus. Was brauchen wir für Campfire? Nur Holz eigentlich, ne? Achso, ungedingstes, also keine Planken. Scheiße, ja. Alter, ich unterkühl gleich. Komm mit, schnell. Ich brauche ein Fenster, ist hier irgendwo ein Fenster? Bei Fackeln geht's auch? Ja, bau dir schon eine Fackel ab und stell dich dran, aber ich gehe. Sollen wir voll dreist einfach hier unsere Basis reinbauen, ganz hinten in den letzten Raum? Oder sollen wir oben in der Scheiße bleiben? Oh, Gott sei Dank. Das ist eine gute Frage. Also du meinst jetzt generell, wo wir unsere Basis jetzt aufbauen sollen? Ja. Wir können es mal oben machen, genau, und dann kommen wir immer wieder hier runter und holen den Rest. Okay. Was ist denn das hier für ein Material? Ist das Eisen, woraus die Wände und alles bestehen? Mhm. Irgendwie wäre es schade, das alles kaputt zu machen, auch auf der anderen Seite. Weil manchmal, es steht hier, es klaut, kann ja keiner klauen. Ja. Weil ich auch angefangen habe, das ganze Inventar hier abzuhacken. Aber im Prinzip, das sieht ja schon geil aus. Was will man da noch mehr? Was will man da schon groß bauen? Aber es ist gerade dunkel, kann das sein? Ja, und vor allem, da hinten sind Viecher. Unangenehm ist, dass ich jetzt auch gerade hart am Verkühlen bin. Oh shit. Oh nein. Dann komm zurück.
Ich muss kurz hier unten das Feuer erstmal aufbauen. Und zwar kühle ich nämlich komplett. Genau, am besten Lagerfeuer, das geht viel schneller, glaube ich, wie mit der Fackel. Oh ja, das ist perfekt. Oh, ist das schön warm. Da wird der Bürzel ja richtig warm. Okay, die zwei sind weg. Hast du Fleisch bekommen? Nee, aber ich habe nur Geld. Okay, dann gehe ich jetzt hoch jagen.